Schokoladenfans dürfen sich freuen auf all das, was St. Pete Clearwater zu bieten hat. Von feinen Schokoladen bis hin zu selbstgemachter Schokoladeneiscreme. Wir schreiten mit Ihnen entlang des süßen Schokoladenpfads. Unser erster Halt, der weltbekannte Schokoladenhändler William Dean in Bel Air Bluffs. Er macht aus Schokolade Kunst. Ich höre immer, es ist zu schön zu essen. Diese kunstvollen Schokoladen findet man jetzt sogar im Kino. Sie wurden im Film Die Tribute von Panem gezeigt und werden auch in der Fortsetzung wieder mit dabei sein. Der Schokoladenshop ist nur wenige Meter von Clearwater Beach entfernt. Der nächste Stopp ist die Fudge Factory in Tarpon Springs. Hier gibt es 14 verschiedene Sorten von Amish Fudge. Als nächstes besuchen wir die Candy Bar Sweets und Treats in Dunedin. Hier gibt es viele Süßwarenoptionen aus der fabelhaften Schokoladenwelt. Von Bonbons bis hin zu französisch und belgischen Köstlichkeiten, erschaffen von Victoria Richards. Gegenüber Dunedins süßer Hauptstraße Main Street findet man fantastisches Eis bei Strawhorn. Unser nächster Stopp ist Madeira Beach. Die Candy Kitchen ist eine echte Sehenswürdigkeit und Klassiker. Schokofans finden viel Leckeres hier. My favorite is probably the Big Mouth. Mein Favorit ist Big Mouth. Zwei Brownies, Vanille-Eiscreme in Schokolade mit verschiedenen Toppings. Noch mehr Schokolade gibt es bei John's Pass. Bei Kilwins ist alles in Schokolade getaucht, von Brezen bis Marshmallows. Fudge wird vor unseren Augen zubereitet und geschnitten. Downtown St. Petersburg ist unser letzter Stopp auf unserer Schokotour. In der Chocolade Chocolate Factory an der Central Avenue findet man vor Ort gemachte Schokowirbel und einiges zum mit nach Hause nehmen. Von Tarpon Springs entlang unserer fantastischen Strände bis über Downtown St. Petersburg kann jeder seinen Schokoladengelüsten frönen. For Visit St. Pete Clearwater, Karin Holly.